Der erste Eindruck heute Morgen war gut. Nachdem wir im Viertelfinale verloren haben, ging die Motivation ein bisschen runter. Ich wollte die Jungs aufmuntern, was mir aber nicht ganz gelungen ist. Zudem waren sie am Ende des Tages total müde und hatten keine Motivation mehr. Übermorgen startet das Mixed- und Doppelturnier. In den Gesprächen, die ich mit ihnen hatte, sagten sie, dass sie sich dort mehr Chancen ausrechnen. Mit neuer Energie wollen sie wieder neu angreifen. Ich sehe das genauso. Ich denke, dass sie weit kommen können, vor allem im Einzelwettkampf der Damen. Bei den Herren brauchen wir ein wenig Losglück. Die Auslosung ist dann morgen. Der Abzug meiner Pistole bereitete mir Probleme, aber was soll ich tun? Da musste ich nun mal durch. Und ich bin sogar ins Finale gekommen und es war total spannend. Ich dachte, ich wäre schon durch, aber es waren nur Unentschieden. Am Ende bin ich Vierter geworden. Aber wenn man bedenkt, dass bei den Deaflympics Athleten aus der ganzen Welt mitmachen, ist der vierte Platz wirklich gut. Dann kam das Finale. Ich hatte zwischendurch Sichtprobleme und bin am Ende leider nur Achter geworden. Aber ich bin zufrieden damit, denn es war mein erstes Finale mit der Sportpistole. Es ist so schönes Wetter, was könnte man besseres tun als golfen? Golf ist zum ersten Mal als Sportart bei den Deaflympics vertreten. Wir sind schon ganz gespannt auf die Resultate.
war schon aufgeregt. Nach dem ersten Schlag ging es wieder ein bisschen besser. Da ging es mir schon wieder besser. Ja, heute war mein Golfspiel, mit meinem Golfspiel war ich heute nicht so zufrieden, weil ich halt oftmals in das hohe Rough geschlagen habe. Und da kommt man halt sehr schwer raus. Bei mir sahen die Drives immer sehr gut aus und dann der blöde Wind hat ihn halt immer so ins Rough abgedriftet und halt, dann lag ich halt blöd und es war nicht so toll. Aber ich freue mich schon auf morgen. Also er ist schon, sag ich mal, sehr anspruchsvoll gebaut wegen den ganzen Hanglagen. Weil egal wo man liegt, man ist immer in der Hanglage und man, sobald man irgendwie anders steht oder so oder falsch steht oder nicht stabil steht, geht der Ball schon nach rechts oder nach links. Und es ist halt egal, ob man vielleicht mal einen schlechten Schlag hatte, man liegt immer im Rough. Also egal, rechts, links. Immer im Rough oder im Wasser. Das war es heute mit dem Golfen und ich habe auch ganz schön das Gesicht verbrannt. Für die Deutschen sieht es gut aus. Es können sogar Medaillen dabei rausspringen. Die Punkte, die heute gespielt wurden, werden auf die morgigen addiert. Die 16 Besten kommen eine Runde weiter und die anderen müssen sich verabschieden. Dann geht es im K.O.-System weiter. Wir sind schon gespannt, wer gewinnt, aber wir hoffen natürlich auf Deutschland. National Anthem of France. Als ich die Flanke abfing, bin ich mit Andreas Fischer zusammengestoßen. Wie das genau passiert ist, weiß ich auch nicht. Mein Oberschenkel wurde dick und ich konnte nicht mehr schießen. Ich hoffe, dass das bis zum Viertelfinale wieder weg ist, aber ich denke schon. Das Spiel gegen Frankreich ist 0-0 ausgegangen. Ich bin überhaupt nicht zufrieden. Wir wollten eigentlich die 3 Punkte mitnehmen. Somit hätten wir die nächsten 4 Tage Ruhe gehabt. Nigeria ist nicht gekommen, denn wir wären dann sicher Gruppenerster. Jetzt müssen wir noch abwarten, ob wir Erster oder Zweiter sind. Im Viertelfinale dürfen wir nicht so auftreten. Im Mittelfeld haben wir viele Bälle verloren und das Zusammenspiel mit dem Sturm stimmte nicht. Positiv ist, dass die Abwehr zusammenhielt und wir kein Gegentor kassiert haben. Aber vorne haben wir zu wenig gemacht. Ich glaube, wir hatten nur 1 oder 2 Torchancen, die wir uns mühselig erkämpft haben. Außerdem haben wir sehr viele hohe Bälle gespielt, obwohl unsere eigentliche Stärke das Kurzpassspiel ist. Ich weiß nicht, warum das so war, aber ich hoffe, dass wir das in der Videoanalyse rausbekommen. Hoffentlich putzen wir die Gegner im Viertelfinale weg und ziehen ins Halbfinale ein.
Heute haben wir gegen China gespielt. Ich hatte die beiden nicht so stark eingeschätzt, aber sie waren schon ein sehr eingespieltes Team, hatten einen sicheren Aufschlag und viele gute Bälle getroffen. Den ersten Satz haben wir zum Glück gewonnen. Im zweiten Satz hatten die Chinesen viel Glück. Wir konnten uns aber auch diesen Satz nach einem 7-4 im Tiebreak holen. Der zweite Satz war sehr ausgeglichen. Beide Teams haben ihre Aufschläge gut durchgebracht und einige wertvolle Punkte geholt. Nach dem 6-6 haben wir uns im Tiebreak nochmals fokussiert und konnten das entscheidende Spiel holen. 7-4, oder? Ja, genau. Ich bin sehr zufrieden. In der Vergangenheit haben wir das erste Spiel immer locker gewonnen. Doch heute gegen zwei neue Gesichter zu gewinnen, war schon sehr gut. Außerdem sind die Chinesen Mitfavoriten auf eine Medaille gewesen. Nur schade, dass wir schon in der ersten Runde auf die beiden getroffen sind. Aber ich freue mich sehr. Yeah! Yes! Deutschland! Interessant. Ich habe vorher gewusst, dass es ein hartes Spiel wird. Und ich wusste, dass ich wenige Fehler machen darf. Es wurde der Kraftakt, den ich erwartet hatte. Wir haben im dritten Satz 1-4 zurückgelegen und ich dachte, das schaffen wir nicht mehr. Aber ich habe weitergekämpft. Der Spielverlauf war sehr lange, Berg, Tal. Erster Satz geführt, doch verloren. Zweiter Satz zum Glück gewonnen. Dritter Satz erst hinten gelegen, dann gewonnen. War sehr schwierig, sehr lang. Und mit meiner Leistung, ja, ich habe sehr viele technische Fehler gemacht, die muss ich noch abstellen. Daher war vielleicht der ein oder andere Punkt verschenkt. Aber ich arbeite daran, dass wir gegen den nächsten Gegner besser spielen. Hoffentlich klappt es im nächsten Spiel. Schauen wir mal.